Das war das erwartet. Schweres Spiel, sehr schweres Spiel. Sogar wir sind überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen, weil Augsburg richtig stark war, bockstark angelaufen ist, gepresst hat, uns keine Räume gegeben hat, die Mehrzahl der zweiten Bälle gewonnen hat. In diesem Spiel ist wirklich relativ viel gegen uns gelaufen, dann auch mit der Auswechslung von Salif Sané, wo wir eine Umstellung hatten, beziehungsweise jetzt in einer Woche drei Innenverteidiger verloren haben und dann Weston McKennie Innenverteidiger spielen musste, zusammen mit Ozan Kabak, der 19 Jahre alt ist und seinen ersten Start hatte nach 5 Monaten. Generell hatten wir eine sehr junge Truppe auf dem Eis heute, ich glaube 6 oder 7 Spieler mit 22 und jünger und keinen über 30-Jährigen. Und wie gesagt, Augsburg hat das sehr, sehr gut gemacht. Ich bin super glücklich, dass die Jungs in einem Spiel, wo sie mal nicht so gut Fußball gespielt haben, in Ballbesitz, insbesondere in der ersten Halbzeit, aufgrund der Stärke des Gegners, dass sie dann die andere Waffe gezogen haben, die sie auch haben. Das ist Fighting Spirit und Mentalität und sich in so ein Spiel reinzubeißen, über Standards dann in das Spiel zu kommen und immer dran zu glauben. Und dementsprechend war es sicher dem Spielverlauf entsprechend ein glücklicher Sieg. Nichtsdestotrotz finde ich nicht unverdient, weil die Jungs haben super gefightet und das musst du dann tun. Das haben sie getan. Nee, nicht hundertprozentig, ist eine Knieverletzung, das wissen wir. Es ist auch eine schwerwiegendere Knieverletzung. Es kann sein, dass er sogar noch in den nächsten 24 Stunden hier operiert wird. Wir werden sicher in den nächsten 12 bis 24 Stunden da genaueres wissen. Wird sicher längerfristig ausfallen. Das ist das, was ich bis jetzt schon gehört habe.